Hallo Hobbybäcker, schön, dass du zuschaust. Hier auf dem Kanal Induktionsbäcker geht es um das Backen in der Pfanne. Heute backe ich ein Dinkelbrot, also bleib dran. Die Zutaten dafür sind Dinkelmehl, Salz, Waldhonig, Apfelessig, Trockenhefe, und lauwarmes Wasser. Die Hier Furke, ein geht's. kleiner Küchenhack. Wenn ihr oft die gleiche Menge im Messbecher abmesst, markiert euch die Stelle mit einem wasserfesten Stift. Dann muss man nicht immer nach der durchsichtigen Zahl suchen. In 200 Milliliter lauwarmem Wasser löse ich die Trockenhefe, 2 Esslöffel Essig und 2 Esslöffel Honig auf. In der Schüssel wiege ich 500 Gramm Mehl ab und gebe 10 Gramm Salz dazu. Jetzt wird das Mehl mit der Wassermischung verrührt. Nach und nach kommen je nach Mehl ca. 100 Milliliter Wasser dazu. Hier gibt es keinen genauen Wert und man muss nach Gefühl arbeiten und aufpassen, dass der Teig nicht zu feucht wird. Wenn der Teig fertig ist, lasse ich ihn 90 Minuten gehen. Die Vorgehensweise ist fast identisch mit dem Weizenbrot. Das Video dazu verlinke ich euch oben. Dann forme ich ihn und lasse ihn in der Pfanne nochmal 60 Minuten gehen. Auf dem Herd backe ich das Brot dann 25 Minuten. Anschließend wird es gewendet. Von der zweiten Seite lasse ich es 20 Minuten backen. Dann kommt das Brot aus der Pfanne und muss abkühlen. In Dinkel sind mehr Nährstoffe als in Weizen und es ist gesünder. Wer kein Gluten verträgt, sollte aber auf Dinkel verzichten. Es enthält sogar mehr Gluten als Weizen. Dinkel muss nicht so lange geknetet werden wie Weizen. Dafür geht Weizen aber oft besser auf. Bei diesem Mehl hat es sehr gut funktioniert. Ich hatte aber auch schon Dinkelmehle, die fast nicht aufgegangen sind. Das Brot war dann nur ungefähr halb so dick. Wenn ihr mehr zum Thema Backen in der Pfanne erfahren wollt, abonniert den Kanal und schaut meine zukünftigen Videos an. Als nächstes kommt ein Video über Sauerteig und Roggenbrot. Habt ihr auch schon mal ein Brot in der Pfanne gebacken? Dann schreibt mir euer Rezept in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da. Wir sehen uns, euer Induktionsbäcker.